Zur sogenannten Erleuchtung gelangt man also leicht, wenn man die Struktur des Seins begreift. Erleuchtung, was nichts anderes heißt als dieses nie stillstehen könnende Ereignen von Phänomenen, praktisch hineinzutreten, zu verschmelzen als Beobachter mit dem Beobachteten und zu begreifen, dass dies den Film abgibt des Lebens selbst, das keines Sinns und keiner feststehenden Bedeutung unterliegen kann, sondern nur ein eng geführtes teleologisches Ziel der Formtransformierungsanpassung, der Optimalisierung und Zurechtschleifung und Zurechtschnitzung an die überraschenden, immer neu sich verändernden Umweltbedingungen, um daraus immer neuartig exotische Modelltypenanpassungen zu generieren, in Selbstauslöschung des Alten. Und somit alle Existenz, alles Existenzempfinden, alles hochgespannte Präsenz- und Daseinserleben diesen Engführungsprozessen letztlich des Sexuellen, letztlich des abgekoppelten Begehrens als den ersten Tod eng führt und begreift, dass dieses Präsenzgefühl des Erstaunten, oh, das ist ja wirklich da, und weil dann da aber notwendigerweise wieder weg, dass diese zufällige Bewusstseinsspiegelreflexionsfähigkeit darauf diesen Prozess noch mehr beschleunigt, nichts innehalten machen darf, kontinuierlich verweisend auf die zu erfüllenden Aktionismen zur Fortsetzung des heraklitischen Gleitmetonymiespiels. Und dies in eins fällt, die Vorstellung des schön gut ganz gekletterten horizontalen, immer sich bewegenden heraklitischen Hollywood-Films entspricht den primären Wahrnehmungsvorgängen, in denen jedes phänomenale Ereignis, jedes Bildchen, das hereinkommt, das gerade noch vorhandene auslöscht, hinwegschiebt, hindurchschiebt und mit dem Erinnerungsspeicher vergleicht, nachdem diese vorher noch nicht realisierten Wellenfunktionen dann kollabieren und Bildchen machen, nachdem sie durch die 5 Filterstufen des Daseins gezogen wurde, des Wahrnehmungserzeugungsprozesses gezogen wurden und erst einmal quergelegt wurden von der horizontalen, des ewigen Stillstehenden, des noch nicht realisierten zum Ereignishorizont des Aktionismen, um dann als Wirklichkeitsvorstellung ausgeworfen zu werden. Nichts anderes, dieser Wahrnehmungsvorgang wie der Sexuierungsvorgang selbst in seinem kolben, zylindrischen Auf und Ab, in seinem pulsierenden, nicht aufhören könnenden Atmen oder Herzschlag. Dies also als die eine Position konterkariert und kontrapunktiert durch die andere des kontinuierlichen, anderen, ewigen, des absolutär
stillstehenden Fallens des Parmenides und dann in der dritten Strophe das Kichern und das Lärmen und das Gelächter der Universen durch das Rhizom, der diese beiden Seiten in ihrer Dynamik aufeinanderhetzt, um das Ganze noch übererfolgreicher zu machen und den Durchlauf zu bewerkstelligen, von dem wir ja schon überausführlich gesprochen haben. Erleuchtung also nichts anderes als das Eintauchen in diese Oberfläche des Films, des Bedeutungs- und Sinnlosen, nie stillstehen Könnens, einer absolut totalitären Imperativität, des Ringelreihens, des Abtausches, alles Vorherigen durch das Nachfolgende, um damit die Transformationsreihe ins Werk zu setzen, überbeschleunigt durch Angst, Peitsche, angetrieben. Und der Zen-Stoiker, der dann dies alles an sich vorübergleiten lässt, nur die Phänomenalität der kontinuierlichen Ereignisumschreibung konstatiert und sich im Tableau verorten kann, als sowohl Filmvorführer in dem Gehirnkasten, der keine Löcher bräuchte, mit Augen in der Membranoberfläche, um dieses Hin und Her, um diese Bipolarität des Augenapparates oder aller anderen Wahrnehmungsapparate zwischen non est in intellectu quod not fuerit in sensu oder umgekehrt nihil est in sensu quod not primum fuerit in der Vorstellung. Diese Pendelbewegung also als in eine äußere Exteriorität des Unbewussten eingefügte Umwelt, als Teil desselben und gleichzeitig als Teil desselben, auf den es nicht ankommt und gleichzeitig als der Zentralpunkt, von dem das alles erst beleuchtet und projiziert wird, damit es überhaupt entsteht, also als Weltenschöpfer, der erst die Augen öffnen muss, die Sonnengleichen, um diese Phänomene überhaupt aufscheinen machen zu lassen. Und das Bewusstsein dazwischen als quasi Realitätszeichenwärter dessen, was im Inneren der Kalotte als Vorstellung und was von außen hereinkommt, als sogenannte Realitätswahrnehmung und die Gleise stellt und die Farben und die Authentizitäten zuweist, die Intensitäten an Fühlbarkeit, an Existenzurteil, an ist es auch wirklich wirklich, ist das auch wirklich wahr, wird das von mir nur perhorresiert und solipsisiert oder bin ich eben nur Teil des nie aufhören wollenden Gelärmes eines wütenden Meeres, Mare, Meer, Meer, das sich beschwert und es anrennt und aushöhlt, dieser Starrheit des Gestades, das sich seiner Wellenlaunehaftigkeit und seinem eigenen Gefängnis, seinem eigenen Eingesperrtsein im Bottich nicht zu unterwerfen
versucht, aber besiegt werden wird. Punkt, Punkt, Punkt. Erleuchtung also nichts anderes als das Eintauchen, als das Kopf- und gedankenlose Eintauchen in diese ebenfalls kopflose und gedankenlose Rekombinatorik von kontinuierlicher Neutransformierung im Ereignishorizont des kontinuierlichen sich selbst Erneuerns als Intermediärprodukt zwischen Partikel und Welle, als Ereignishorizont als solche, als dasjenige, was dann die Buddhisten auf ihre selbstgedrückte Art wieder als das Göttliche, als das Großandere, das phänomenale Ereignis als solches deklarieren und somit aus der Erleuchtung noch nicht aufgewacht sind, um in die Klarheit des Aufgewachten zu gelangen, dessen Wahrnehmungsbild dann plötzlich den Stillstand aller Bewegung erkennen lässt. Ein Schnappschuss, das Aufhören aller Böen, aller zärtlichen Winde, der Schnappschuss des Parmenides, als ein ewig stillstehendes, bodenloses Fallen. Und dann wieder das Gelächter des Rhizoms, das sich einen abkichert und zu beiden Seiten sagt, das war es nicht, das war es nicht. Ihr müsst erst einmal den Reigen vollenden, damit das Ganze wieder von vorne beginnen kann.